Er sagt, genau an dem Platz, der geweiht war, um das Opfer dort stattfinden zu lassen, ihr braucht nicht zu opfern für die Vergebung der Sünde. Wir brauchen keinen Tempel. Ich habe dir das gerade erklärt. Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte noch ein paar Worte nachschicken zu dem Video über die Rabbiner oder den Rabbiner, der die Äußerung getan hat, die ihr gerade gehört habt. Und lese dazu etwas aus diesem Büchlein. Könnt ihr das sehen? Darf ich Ihnen nicht sagen, wie das heißt, ja? Und das so als kleine Einstimmung. Und dann möchte ich euch gerne zeigen am Gesetz, kurz. Soll jetzt keine lange Ausarbeitung über das Gesetz des Mose sein. Aber ich möchte euch gerne an der Bibel zeigen, dass der Rabbiner nicht die Wahrheit sagt.